zurück. Denkt daran, zu einer hoffentlich wunderbaren neuen Folge. Blöder Spruch, ich weiß. Ich habe jetzt gerade den. Den 8-Tonnen-Bagger habe ich jetzt hierher gefahren nach Mannheim. Ich denke, dass er falsch steht. Aber der hat Gummiketten, der kann dann dahin rollen, wo er gebraucht wird. So, noch Licht an. In der Zwischenzeit war ich in Mutterstadt eine Kehrmaschine abladen und bin dann rüber nach Dannstadt und lade jetzt hier in Radlade. Ich stelle mich da rechts ins Eck. Die Funkantenne liegt auch auf dem Dach.
hängt schnell zusammen. Die Mühle. Jetzt ist es 10 nach 5. 17 Uhr. Hab jetzt fertig geladen. Radlader geht mit nach Hause. War nicht von mir. So, wir jetzt Richtung Autobahn und dann geht's ab in die Heimat. So, wir kommen zurück am Mittwoch, haben wir schon Mittwoch? Am Donnerstag haben wir. Ich weiß es gar nicht. Haben wir Donnerstag? Was für einen Tag haben wir denn? Willkommen zurück am Donnerstag, der 7. April, meine Güte, ey. Ab 8 Uhr, ich war gerade beim Doktor, Krebsvorsorge, Leute, macht das, das ist wichtig. Ja, ich habe immer noch den Radlader geladen. Den Apparat hier. Und der geht ans Pfaffgelände. Nach Kaiserslautern. Dann fahren wir da jetzt schnell hin und dann weiß ich nicht, was es gibt. Mal gucken. Bis gleich. Mit dem rüber in die Werkstatt. Thank you.
15. Ich habe jetzt wieder meinen Tieflader dranhängen, meine Dreiachse. Jetzt fahre ich noch nach Sembach hoch, hole dort eine Planierraube und die fahre ich noch rüber nach Ramstein. Ja, im Moment ist halt wenig zu fahren für mich. Freitag. Mal gucken, was der so bringt. Hallo und herzlich willkommen zurück am Freitag. Es ist Freitagmorgen, 6.40 Uhr gleich. Bin gerade in Kaiserslautern und fahre wieder ans Pfaffgelände. Dort lade ich dann einen R936, Ziel noch unbekannt. So geht's erstmal los heute. Gleich 8 Uhr, ein paar Minuten vor 8, hab geladen und der Bagger geht nach Hause in die Werkstatt. Wir sind gerade eben noch mal bei dem Pfaff. Wir haben schon fast 12 Uhr. 10 vor haben wir es. Hab dort noch mal ein Vorderband geladen. Fahre ich wieder nach Sembach. So, es war eine sehr kurze Folge. Oder ist eine sehr kurze Folge. Ich habe noch für einen Kunden dann einen Radlader in Krumbach in einem Steinbruch geladen und den nach Landstuhl gebracht. Und dann habe ich auch Feierabend gemacht, glitsche, glatsche, nass, wie ich dann war. Das war es dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas Spaß gemacht, mir zuzusehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank und haut rein. Ciao.